Wäre jemand froh, wenn wir Hochdeutsch reden? Ist jemand da, der sich auf Hochdeutsch besser versteht? Gell? Ja, dich habe ich gesehen. Und für dich machen wir das. Und die Restlichen verstehen hoffentlich unser Hochdeutsch. Auch das meiner Frau. In der Ostschweiz redet man gutes Hochdeutsch, von daher. Und da habe ich keine Angst. Ja, wir machen es heute anders. Wir durchbrechen heute die evangelikale Liturgie, wo immer erst ein Worship dazugehört und dann Predigt und dann nochmal ein Worship. Wir singen, wir machen heute alles durcheinander. Ihr werdet Worte hören, ihr werdet wieder singen, ihr dürft wieder singen. Also richtet euch auf Aktivität ein und nicht nur auf Zuhören und passiv sein. Wir haben uns entschlossen, heute mal ein Lied als Thema des Gottesdienstes zu nehmen. Davon wird meine Frau dann nachher jetzt den Text vorlesen. Aber zuerst singen wir eins zusammen. Können wir mal die erste Folie haben? Wir sind hier zusammen in Jesu Namen, um dich zu loben, Herr. Retro, das heißt ja nicht alt, aber Retro heißt so ein bisschen die Lieder, die wir gestern gesungen haben und die sind heute noch gut. Was? Nee, ja, vorgestern, kommt drauf an. Vor Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag, die haben wir vor einer Minute gesungen. Und viele von denen sind heute noch, also finden wir jedenfalls noch toll. Und ich hoffe, dass viele von den Liedern, die heute gesungen werden, morgen auch noch toll sind. Aber das sehen wir dann. Wir sind hier zusammen in Jesu Namen. Wer aufstehen will, der darf aufstehen und singt einfach von Herzen mit. Und freuen wir uns schon am ersten Lied und an der Tatsache, dass der Herr da ist. Kannst du nachher ein dreistimmige Kanon draus machen? Gruppe 1 dahinter und dann Gruppe 2 ist wo? Sag nochmal schon, wo die Grenze ist. Hier Mitte und hier ist drüben. Okay. Also Gruppe 1 fängt da. Wir sind hier zusammen. Heiligen Geist, der in uns wohnt, Ehre dem Vater, Ehre dem Sohn, Ehre dem Heiligen Geist, der in uns wohnt. Ehre dem Vater, Ehre dem Sohn, Ehre dem Heiligen Geist, Ehre dem Sohn, Ehre dem Vater, Ehre dem Sohn, Ehre dem Heiligen Geist, Ehre dem Sohn. Halleluja.
Sehr schön, ihr könnt ja singen. Also herrlich. In 1. Petrus Kapitel 2, Vers 9 steht eigentlich das Thema unseres Gottesdienstes. Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden, die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Der Vers wird uns heute durch den Morgen führen. Ich war, wie viele von euch wissen, 3 Jahre in Bolivien, in der Mission. Hört man das? In Bolivien, in der Mission, wenn das Ding hier nur halten würde. Aber komm, lassen wir es. Ich kann auch laut reden, wir brauchen das gar nicht. Und eines der Lieder, die uns dort zum Lieblingslied geworden sind, will ich euch jetzt beibringen auf Spanisch. Also ihr habt... Somos el pueblo de Dios. Ja? Wir sind das Volk Gottes. Rechts steht es dran. Ja, ja, ich habe. Und das, die deutsche Übersetzung, die singen wir jetzt noch nicht. Die singen wir heute zum ersten Mal. Die habe ich nämlich letzte Woche erst gemacht. Das gab es noch nicht auf Deutsch. Aber Somos el pueblo de Dios, das ist ein Lied, das in der ganzen spanischen Welt und in Südamerika gibt es Hunderttausende, gibt es Millionen von Christen, riesige Gemeinden. Und nicht nur katholische Kirche, sondern immer mehr auch Evangelikos. Und die singen dieses Lied von Marcos Witt, das ist vielleicht der bekannteste spanisch sprechende Worshipleiter weltweit. Die singen das sehr gern. Ich finde das ein tolles Lied und das drückt genau den Text aus, den Regula vorhin gelesen hat. Jetzt singe ich das und versuche reinzukommen. Es ist sehr einfach zu singen, ja. Und die das kennen, die singen es doppelt laut. Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio. Para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos pone. Somos el pueblo de Dios, somos el pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió. Y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza.
y nuevas de salvación. Oh, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Ja, Halleluja. Somos un pueblo especial. Wir, jetzt ist gerade weg. Kannst du es nochmal geschwind auf Deutsch nochmal? Ah, ja, ist ja nicht. Ah, ja. Wir sind das Volk unseres Herrn, ein ganz besonderes Volk. Als ich dieses Lied in Bolivien kennenlernte, hat das ganz gemischte Gefühle in mir geweckt. Ein ganz besonderes Volk, ein spezielles Völkchen, komische Leute. Ich komme aus einem sehr, sehr landeskirchlichen Hintergrund. Und Freikirchler waren für mich einfach schon ein bisschen speziell. Hat jemand auch so einen Hintergrund? Würde mich noch interessieren. Ja, einige doch. Ja, die können das vielleicht noch ein bisschen nachempfinden. Und dann kam ich in die FEG Thun und da war ich die Schwester Regula. Ja. Im Dorfgässli. Schulgässli in Steffisburg war es dann schon ein bisschen besser. Aber man gewöhnt sich ja an alles. Und heute ist die FEG ja überhaupt nicht mehr so. Die andere Art von speziell kam mir auch so in den Sinn, ah, das sind die Auserwählten, die etwas Besseres sein wollen, die so auf die armen Unbekehrten herabschauen, vielleicht gar keinen Kontakt mit ihnen haben wollen. Und darum gab es früher auch oft diese Bemerkung, ja, die wollen halt etwas Besseres sein als wir. Also das hat zum Glück auch ganz, ganz stark geändert. Ich würde sagen, hat sich sogar ins Gegenteil verkehrt. Heute wollen Christen gar nicht mehr auffallen. Sie wollen sich bloß nicht unterscheiden von denen, die Gott noch nicht oder nicht kennen. Heute wollen viele Christen einfach lieb und nett sein und bloß nicht fromm daherreden. Aber eben, meine Nachbarn, die sind mit einer Ausnahme auch alle lieb und nett. Es ist die Gefahr, dass Christen so in der Masse untergehen, weil sie das Verständnis davon, das Volk Gottes zu sein, Teil eines ganz besonderen Volkes zu sein, wie verloren haben oder verstecken wollen. Ja, was ist denn so besonders an diesen Christen? Als erstes denke ich, es ist unsere Zugehörigkeit. Unsere Zeit zeichnet sich durch eine zunehmende Unfähigkeit zu Beziehung aus. Junge Menschen wollen sich möglichst nicht mehr binden. Man meint damit, seine Freiheit zu verlieren. Alle Optionen offen haben, das ist Inbegriff von Freiheit. Eine der erfolgreichen Lügen Satans, möchte ich mal sagen. Der jüdische Philosoph Martin Buber sagte einmal, der Mensch ist geschaffen hin zum Du. Das heißt, eigentlich werden wir erst richtig Mensch durch Beziehung, hin zum Du. In meiner Jugend, wenn ich mich im Dorf in Wiel irgendwie erkundigte, ja, wo ist denn der Fritz? Dann hieß es zuerst, ja, der Fritz vom Ecker-Semi, ja? Semi, nein, das ist ja Berndeutsch. vom Ecker-Hans, ja? Wurde sofort die Verbindung hergestellt zur Familie, zugehörig. Und ja, ich muss sagen, so anders ging es mir auch nicht, als ich hörte, der Lars heiratet, ja, welcher Lars? Ah, der Lars, der Meier-Lars, vom Simon Meier, dann war mir sofort alles klar.
Die Familie als erstes Beziehungsfeld. Und doch ist das heute unglaublich in Gefahr. Der Familie wird immer mehr dieser Wert genommen. Familie, Beziehungen überhaupt werden von vielen Menschen heute ersetzt durch ihren Beruf, durch Hobbys, durch einen Hund. Also ich liebe Hunde, gar nichts gegen Hunde. Aber wenn sie Beziehung zu Menschen ersetzen, ist das nicht gut. Oder durch irgendetwas Materielles, an das man einfach sein Herz hängt. Und das ersetzt dann das Du. Auch Familienbande, das ist klar, können knechten. Das haben wir vor allem auch in Bolivien erlebt, in einer Kollektivkultur, wo die Familie so stark ist, dass der Einzelne sich kaum frei bewegen kann. Und darum, jetzt komme ich endlich auf den Punkt, darum hat Gott uns ja so geschaffen, dass wir in Beziehung zu ihm leben sollen, leben dürfen. Jesus weinte einmal über die Menschen in Jerusalem, als er ihnen so zuschaute, in ihrer Geschäftigkeit, und sagte, sie sind wie Schafe ohne einen Hirten. Aber der Feind hat der Glaube an den Gott der Bibel mit sehr viel Erfolg so gedreht, dass das heute der Gipfel der Unfreiheit angesehen wird. Menschen, die glauben, ja, die müssen ja nur. Die können ja nicht frei sein. So erlebe ich das oft. Dabei merken Menschen, die diesen Gott kennen, dass sie bei ihm eine Freiheit erfahren, die es sonst nirgendwo gibt. Freiheit in der Bindung, zuerst an diesen Gott. Aber dazu müssen wir erlöst werden, erlöst von all den Lügen, die wir glauben, von den Bindungen, in die wir verstrickt sind. Gott kauft sich seine Geschöpfe zurück. Und im Lied, da heißt es dann, er kauft durch seinen Tod oder su sangre nos redimio, stellvertretend Tod, Blut für alles, was am Kreuz, am Karfreitag und dann an Ostern geschah. Befreit von Zwängen, von Mächten, weil wir so geprägt sind von der Idee, wir seien autonom. Wir brauchten niemanden. Das ist die gute Nachricht, Erlösung, wieder zum Vater zu gehören, Kinder des Höchsten zu sein, heimzukommen. Und wie toll, wenn jemand zum Beispiel sagen würde, ah ja, die Carol, die ist doch eine Tochter Gottes, nicht? Zugehörigkeit. Wir singen zwischendurch ein Lied. Jesus, du bist König. Nein, komm raus aus deiner Ecke. Gut. Habe ich das vergessen? Nein, das kommt bei mir erst später, aber mach nichts. Singen wir das. Überall auf der Welt hat Gott seine Leute. Eines der tollen alten, älteren Lieder, also von André Crouch eigentlich die Melodie. Peter Strauch hat dazu eine Melodie ausgemacht. Dieses Volk Gottes ist auf der ganzen Welt zu finden. Und Schweizer reisen ja viel und alle die von euch, die schon irgendwo im Ausland Christen getroffen haben, wissen, wie toll das ist, wenn man überall die Leute Gottes findet. Komm heraus aus deiner Ecke, sieh dich um und dann entdecke, dass noch andere Gottes Wege gehen, die ihn lieben, die ihn ehren, mit ihm reden, auf ihn hören und von ihm gebrauchen lassen, wo sie stehen. Überall hat Gott seine Leute, freu dich doch daran,
überall, überall zündet er sich seine Lichter an. Mancher findet Gottes Leute nicht, wo er sich auf sie freute, doch sie sind ihm sicher gar nicht fern. Manchmal nicht in großen Zahlen, manchmal nicht in Kathedralen, aber immer in der Nähe ihres Herrn. Überall, überall hat Gott seine Leute, freu dich doch daran. Überall, überall zündet er sich seine Lichter an. Geh nach Westen, geh nach Osten, geh zu den verlorenen Posten, und du siehst, Gott lässt sie nicht allein. Geh nach Norden, geh nach Süden, ihn wunderbar verschieden, doch im Glauben können sie doch einig sein. Überall, überall hört Gott seine Leute, freu dich doch daran. Überall, überall zündet er sich seine Lichter an. Damit sind wir schon beim zweiten Schwerpunkt, nämlich beim Plural. Warum seid ihr heute Morgen zum Gottesdienst gekommen? Ihr dürft auf Schweizerdeutsch Antwort geben, wenn ihr es wagt. Ich wiederhole es, ja, um Gott zu danken, um Gemeinschaft zu haben, weil es eine schöne Gewohnheit ist, ja, gibt also schlechtere Gewohnheiten, ja. Gott loben und preisen. Was? Ich habe dich gar nicht verstanden mit Bolivien. Ich nehme es wunder, wie es in Bolivien geht, ja. Also ich bin jetzt sehr froh, hat niemand gesagt, damit wir endlich mal wieder den Reinhold hören können. Das ist nämlich nicht unser Ziel. Ja, schön. Wir als Volk Gottes brauchen Ausdrucksmöglichkeiten dessen, dass wir einfach nicht nur Individuen in Verbindung mit dem Vater sind, sondern eben ein ganzes Volk. Zusammen singen, Gottes Wort hören, alles, was ihr erwähnt habt. Corona war von daher für einige ein Segen, denn sie merkten, mir fehlt das. Für andere wurde es zur Gefahr. Die merkten plötzlich, wie bequem das ist, im Pyjama irgendeine gute Predigt runterlassen zu können. Nicht in der Fee hört man vielleicht Mittelmäßiges. Da kann man überall nach dem Allerbesten suchen. Tja, und einige haben sich vielleicht so dran gewöhnt, dass sie den Weg kaum mehr finden in ihre Gemeinden und merken nicht, was sie da eigentlich verpassen. Denn ganz viele Segnungen, die Gott versprochen hat in seinem Wort, die hat er nicht Einzelnen versprochen, sondern seinem Volk. Ich habe mich gefragt, was wäre an Pfingsten passiert, wenn jeder in seinem Kämmerchen gewartet hätte? Nicht auszudenken, ja? Ich habe ein ganz tolles Zitat gefunden von einem Kirchenhistoriker. Heilige sind berufen, im Zerbrechen ihrer Scheinheiligkeit heiliger zu werden.
Ich lese es nochmal. Heilige sind berufen, im Zerbrechen ihrer Scheinheiligkeit heiliger zu werden. Und das passiert selten im Wohnzimmer. Dazu brauchen wir die Gemeinschaft von Menschen, die wir uns gar nicht ausgesucht haben. Und darum würde ich sagen, da wo es möglich ist, ist Gemeinschaft ein unverzichtbarer Teil des Glaubenslebens. Zum Wachstum, aber auch zum Dienst. Wir verpassen, wenn wir immer an einem Einzeltisch sitzen wollen im Haus Gottes, ganz, ganz wichtige Segnungen Gottes und einen sehr wichtigen Teil unseres Auftrags. Also zuerst geht es um die Zugehörigkeit zum Vater. Wir sind Töchter, Söhne des Vaters. Dadurch sind wir definiert. Aber wir sind ein Volk, wir gehören zueinander. Wir sind nicht einfach Individuen vor Gott. Kommt jetzt Jesus, König? Ja, also Jesus, du bist König. Jetzt kommt der König. Jetzt kommt der König. Vor einem König darf man ruhig mal aufstehen. Jesus, du bist König in unserer Mitte. Du erhebst durch deinen Geist. Du hast deine Feinde überwunden. Nun sitzt du auf deinem Thron. Du bist König, König aller Ewigkeit. Du bist König, von ganzem Herzen beten wir dich an. Jesus, du bist König. Jesus, du bist König in unserer Mitte. Du regierst durch deinen Geist. Du hast deine Feinde überwunden. Nun sitzt du auf deinem Thron. Du bist König, König aller Ewigkeit. Du bist König. Von ganzem Herzen beten wir dich an, denn du bist der König, König aller Ewigkeit. Du bist König. Von ganzem Herzen beten wir dich an. Wir sind ein spezielles Volk und wir haben einen speziellen Auftrag. Petrus drückt es so aus, wir sind eine Priesterschaft, im Plural, ja. Was ist die Aufgabe eines Priesters? Frage an euch. Sei es katholisch oder sogar im Alten Testament. Was ist die Hauptaufgabe des Priesters? Gottes Botschaft unters Volk zu bringen, das dürfen in der katholischen Kirche inzwischen sogar Frauen, und die sind ja keine Priester. Dazu braucht man nicht die Priesterwürde. Vermitteln zwischen Gott und Menschen. Priester sind nämlich die Menschen, die ganz nahe bei Gott sind. Und sie sind die Einzigen, die diese Nähe zu Gott weitergeben können an Menschen. So wie ein Glasfaserkabel das leitet. Und wenn Petrus sagt, dass wir Priester sind, dann heißt das, wir, die wir Jesus in uns tragen, bringen ihn zu anderen Menschen. Nur dass die dann auch zu Priestern werden sollen. Ja, das ist der ganz große Unterschied. Wir bringen Jesus zu anderen Menschen, vorausgesetzt, wir geben ihm Raum in uns. Vorausgesetzt, unser Leben
ist geprägt von ihm. Und das ist mehr als lieb und nett sein. Das ist etwas Radikales. Ich möchte ganz kurz die beiden Worte radikal und extrem erklären. Christen können extrem sein. Wenn sie sich auf die Äste rauslassen und irgendeine Idee haben, nur auf den Namen Jesus darf getauft werden und bloß nicht Vater, Sohn und Heiliger Geist oder irgendwas, dann sind sie extrem. Radikal heißt zu den Wurzeln. Wirklich zum Erlösungswerk von Jesus. In ihm verankert sein und ihm ähnlich werden, das heißt radikal. Und so sollen wir als Priester für die Menschen sein. Unser Leben ist das eine, aber ganz viele haben heute die Sprache verloren. Wir können oder wollen nicht mehr davon reden. Meinen vielleicht, es müsste gleich eine Bekehrungspredigt sein. Aber da wird dann Reinhold weitermachen. Dieses Volk Gottes, kannst du nochmal die Folie von dem Bibeltext einblenden, die zweite? Das wäre toll, dass wir den Text nochmal vor Augen haben. Ja, eine königliche Priesterschaft. Priester bringen also Jesus zu den Menschen und ich möchte noch hinzufügen, die Menschen zu Jesus. Ja, umgekehrt auch. Priester sind also Vermittler, die stehen dazwischen, zwischen Gott und den Menschen. Und das ist jetzt unser Auftrag. Seine Zeugen zu sein, heißt es in dem Lied, das wir vorhin gesungen haben. Und zwar, es gibt im Neuen Testament, weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, nicht viele Aufrufe zu evangelisieren. Es gibt kaum Aufrufe, gebt auf der Straße persönliches Zeugnis oder geht zu euren Nachbarn. Kaum, ganz wenig. Aber die Tatsache, dass wir seine Zeugen sind, schließt das automatisch ein. Dieses Volk, von dem Regula jetzt geredet hat, hat eine besondere Eigenschaft. Es ist nicht für sich selbst da. Auf unserer Erde kämpft jedes Volk für sich. Die Russen kämpfen für sich, die Ukrainer kämpfen für sich und sie greifen einander an, weil sie dem anderen die Existenzberechtigung nicht gönnen. Dieses Volk, zu dem wir gehören, ist nicht für sich selbst da. Und wir sollen die großen Taten dessen verkünden, steht da unten, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Martin Luther hat übersetzt, die Tugenden dessen verkünden, die Tugenden, die Eigenschaften Gottes. Jetzt denkt mal kurz darüber nach. Viele Menschen haben kein gutes Bild von Gott. Ein negatives, ein Zwangsbild oder bestenfalls Yin und Yang. Nicht wahr? Da ist schwarz und weiß und böse und gut. Gott ist böse und Gott ist gut. Unser Leben ist ja so. Es gibt Schlimmes und es gibt Gutes. Und wenn Gott, ich will das nicht weiter ausführen. Viele Menschen haben kein gutes Bild von Gott. Und jetzt steht hier, wir sollen seine Tugenden, seine großen Taten verkündigen, seinen Charakter ausdrücken. Gott ist unvergleichlich gut. Er ist nur gut. Er ist nur Licht, in ihm ist keine Finsternis. Er ist nicht Yin und Yang. Das haben die Chinesen erfunden. So, wir sollen die Tugenden Gottes widerspiegeln. Jetzt möchte ich dich mal bitten, 30 Sekunden still zu sein. Welche Tugenden Gottes möchtest du widerspiegeln? Überleg dir mal. Die einen möchten tapfer sein, die anderen möchten liebevoll sein. Überleg dir mal gerade einen Augenblick für dich, welche Tugenden, welche Eigenschaften, welche charakterlichen Seiten Gottes möchtest du am liebsten in die Welt hinaus widerspiegeln? Das musst du nachher niemandem erzählen, das nur für dich jetzt. Dieses Volk ist dazu da, dass es die Tugenden oder die großen Taten Gottes in die Welt hinaus spiegelt. Die Existenzberechtigung, unsere Existenzberechtigung, auch als Fake Steffisburg, liegt nicht zuerst darin, dass sich hier ein paar Fromme versammeln, sondern unsere Existenzberechtigung liegt darin, dass wir
den Charakter Gottes in unsere Gesellschaft, das heißt zunächst mal nach Steffisburg, wir liegen ja wunderbar in der Mitte hier, hinausspiegeln. Das ist unsere Existenzberechtigung. Und zwar nicht durch Pflicht, sondern aus Liebe. Das singen wir nachher nochmal in dem Lied. Wenn ihr einen guten Wein kredenzt, also nicht so ein 3,95 aus dem Aldi, sondern einen guten Wein, 10 Franken aufwärts, 20 Franken aufwärts. Ja? Überlegt mal, ihr habt Gäste und wollt einen guten Wein auf den Tisch bringen. Was macht ihr mit dem? Von Anbeginn gut pflegen, nicht zu früh öffnen, ja. Also dann liegt er ein paar Jahre im Keller, gut. Aber dann, wenn er, heute ist der Tag, wo unsere Gäste kommen. Was macht ihr mit dem Wein? Okay, lassen wir das einfach stehen. Ja, er könnte ja sauer sein, ja. Gar nicht so schlecht, er könnte einen Zapfen haben. Ist gar nicht so übel, ja. Aber dann weiter. Was macht ihr mit dem Wein? Ja. Dekantiere, da habe ich das Wort gehört, das ich hören wollte. Was heißt dekantieren? Umschütten, wohin? In ein Zahnputzglas? In eine Karaffe, und wie sieht die aus, idealerweise? Die hat unten einen dicken Bauch, ja, dass 7 Dezi gerade die größte Fläche ergeben. Warum macht man das? Der kann atmen, und was heißt atmen genau? Es gibt einen Austausch mit Sauerstoff. Ja, der Sauerstoff ist eigentlich ein Fremdkörper für den Wein. Wenn er in der Flasche ist, hat er nicht viel davon und hat sich in der Flasche sehr wohl gefühlt. Ja, wenig Sauerstoff, ich kann mich selbst bleiben. Ja, und jetzt plötzlich kommt denn so eine Karaffe in einen großflächigen Austausch mit Sauerstoff, und der Sauerstoff, der macht was mit dem Wein. Ich habe das extra im Internet nochmal nachgelesen, was da passiert. Der Sauerstoff macht was mit dem Wein, der verändert den Wein. Und der Sauerstoff, dieses eigentlich feindliche Element, holt aus dem Wein jetzt das tolle Aroma raus, das eigentlich drin ist. Ja, ohne den Sauerstoff hat der Wein nicht das gleiche Aroma, als wenn er vielleicht eine Stunde oder zwei Stunden vorher bei Zimmertemperatur diesen möglichst großflächigen Austausch mit seiner Umwelt gepflegt hat. Und das wurde mir zu so einem wichtigen Bild für uns Christen. Ohne diesen möglichst großflächigen Austausch mit unserer Gesellschaft, mit unserer Umwelt, mit dem Sauerstoff, mit feindlichen Elementen, die machen was mit uns. Ohne diesen Austausch kommt das Aroma des Volkes Gottes nicht raus. Das bleibt verschlossen, wie in der Flasche. Ich möchte euch jetzt mal fragen, jetzt müsst ihr noch einen Augenblick nachdenken, was verändert sich in mir? Was verändert sich in dir, wenn du statt als Christ für dich selbst, hoffentlich merkt es keiner, wenn du versuchst, dich als Gesandter in die Welt zu verstehen, und wenn du diesen Aroma-Sauerstoff-Austausch, wenn du diesen Austausch lebst, wenn du den suchst, was verändert sich dann in dir? Dein Glaube bleibt nicht gleich. Ich meine, die meisten von euch stehen ja in diesem lebendigen Austausch. In ihrem Quartier, in der Firma, in der Schule oder wo auch immer. Ja, es macht glücklich. Ja. Es bringt immer wieder Glücksmomente, wenn man das weitergeben kann. Die hätte man sonst nicht. Ja, weiter. Es gibt auch Trauermomente, ja. Es wird lebendiger, ja. Ja. Innere Bestätigung, ja, auch wenn ein Nein kommt, auch wenn eine vielleicht negative Reaktion kommt,
Bestätigt uns das? Also wenn ich mich den Leuten aussetze, werde ich selbst geschult, ja. Also ihr merkt an diesen kleinen Beispielen, ihr merkt, unser Glaube kriegt erst sein richtiges Aroma, seine Qualität und wird lebendig, wenn wir ihn im Austausch mit diesem Sauerstoff unserer Welt pflegen. Und das ist der Sinn dieses Volkes. Das ist auch der Sinn unserer FEG Steffisburg. Das ist der Sinn jeder christlichen Gemeinschaft, ob sie jetzt ein kleiner Hauskreis ist oder ein großer Hauskreis. Und Regula hat schon gesagt, dazu gehören nicht nur Taten. Als ich noch ein bisschen jünger war, also vor 50 Jahren oder noch weiter zurück, da hat man viel geredet, da hat man Evangelisationen gemacht und da wurde viel geredet, wurden viele Worte gebraucht, manchmal zu viele Worte, manchmal zu fromme Worte. Heute gibt es das kaum noch. Heute hat das Pendel umgeschlagen, heute werden Christen an den Taten erkannt. Man hat gesagt, Worte sind nicht genug, es müssen noch Taten folgen. Taten machen wir machen hier im Dorf viel Soziales, Christen mit Flüchtlingen und so weiter. Christen setzen sich durch Taten enorm ein. Was mir manchmal fehlt, sind wieder die Worte. Und wir müssen daran arbeiten, dass wir auch selbst wieder Worte finden, mit denen wir unseren Glauben ausdrücken. Worte ohne Taten sind leeres Geläute, aber Taten ohne Worte sind auch noch nicht das Wahre. Sonst denkt man höchstens, die Christen sind nette Leute, die Christen sind sehr sozial, die Frommen sind, und sozial sind auch andere. Zu diesem Aroma gehört dazu, dass wir immer wieder auch mal ein Wort verlieren, unseren Kollegen und wem gegenüber, warum wir eigentlich so glauben. Mit Worten und mit Taten und unserem Leben sind wir also die Fortsetzung der Sendung Gottes in die Welt. Jesus sagte, Vater, wie du mich gesandt hast, genau auf die gleiche Art, so sende ich euch, so sende ich meine Jünger zu allen, Kollegen, Familien, Nachbarn, Freunden. Du bist Gesandter, vergiss das nicht. Du bist unter Auftrag, auch wir hier mitten im Dorf. Wir sind Gesandte und hoffentlich auch Geschickte. Das war jetzt ein deutsches Wortspiel, da müsst ihr Schweizer nicht drüber lachen. Ein deutscher König hat mal gesagt, mein Herr, Sie sind zwar ein Gesandter, aber kein Geschickter. Also zum Gesandtsein gehört auch noch, dass wir die geschickten Worte finden. So, diese Sendung, dieser Auftrag, wie machen wir das? Regula, du hast ein Beispiel von einer Bekannten. Wir könnten mal ein Lied zwischendurch singen. Finde ich gut. Singen wir das erstmal auf Deutsch. Somos el pueblo de Dios auf Deutsch, genau. Und dann gehen wir nachher noch 5 Minuten in die Praxis und dann sind wir schon wieder am Ende. Jetzt versuchen wir mal, ob das auf Deutsch klingt. Also da sind ihr jetzt wirklich Versuchskaninchen, ob das auf Deutsch tönt. Es ist gar nicht so einfach, ein richtiges Lied zu machen und nicht nur mal ein paar Worte an sich zu reihen. Wir sind das Volk unseres Herrn, ein ganz besonderes Volk. Wir künden an, was er tut und wie gut er ist, der uns beruft in sein Licht. Wir sind das Volk unseres Herrn, er kauft durch seinen Tod. Er gab uns seinen Geist und er gibt uns die Kraft, seine Zeugen zu sein. Wir bringen Gottes Herrlichkeit um der Welt, verkünden Freiheit und Hoffnung an jedem Held. Der Antrieb ist seine Liebe, nur schweigen können wir nicht, denn unsere Welt muss es wissen. Die Wahrheit führt uns ins Licht. Wir bringen Gottes Herr. Wir bringen Gottes Herrlichkeit an jeden Ort unserer Welt.
verkünden Freiheit und Hoffnung, die auch im Sterben noch hält. Der Antrieb ist seine Liebe, nur schweigen können wir nicht, denn unsere Welt muss es wissen, die Wahrheit führt uns ins Licht. Man kann singen, hä? Man kann singen. Gut, sind wir froh. Wie machen wir das, auch Worte finden? Wie macht ihr das? Was für Gaben habt ihr? Wie könnt ihr das, was ihr glaubt, irgendwie in Worte bringen und weitergeben? Ganz natürlich. Schön. Ich wurde erzogen, man sagt nie etwas, was die Leute stört. Man hört vor allem nur zu. Also ich und Evangelisieren im Gespräch, fürchterlich. Meine Gabe ist es, in der Landeskirche das Evangelium zu verkünden. Aber im Gespräch, ganz natürlich. Ja, schön, wenn du das kannst, dann hast du diese Gabe. Toll. Wie ist es bei euch? Wie macht ihr das? Erzählen, was man selbst erlebt hat, ja? Zeugnis geben, ja? Möglichst nicht, dass man sich vor 50 Jahren bekehrt hat. Das war früher so die Art Zeugnis, sondern was man eben heute, gestern mit diesem Gott erlebt. Weitere Möglichkeiten? Ich habe es nicht ganz verstanden davon. Wow, natürlich ist es bei dir. Das finde ich toll. Das wünschte ich mir auch. Aber ich habe das nicht so. Ja, andere? Wenn ich Entspannung brauche, brauche ich frische Luft. Oder es ist im Gebet eigentlich auch so, wenn man mit den Leuten redet. Man kommt in Situationen, da ist man überfordert. Und dann geht man mal zum Backen und sagt, was soll ich sagen. Ja. Also man kann immer darum beten. Ich kenne eine sehr gute Kursleiterin, die hat erzählt, dass sie eine Teilstrecke des Pilgerwegs gemacht hat. Und da hat sie sich vorher überlegt, wie kann ich irgendwie meinen Glauben bezeugen? Und es liegt ja auch nicht so einfach im Gespräch auf den Glauben so zu kommen. Und dann hat sie sich was ganz Besonderes überlegt. Sie hat ein sehr schönes Gebet, das ihr persönlich viel gibt, das nicht allzu fromm klingt. Und davon hat sie dann 20 Blätter kopiert. Und sie hat gesagt, schon nach kurzer Zeit hatte ich alle diese Blätter weg. Im Gespräch war das dann plötzlich so passend, dass ich dem anderen dieses Gebet gab. Also ich finde das ganz toll. Aber das heißt, man muss sich vielleicht auch was überlegen, wenn man nicht gerade so eine evangelistische Gabe hat. Wie könnte ich das machen? Was würde meinen Gaben entsprechen? Und Gott ist ja so kreativ und hat uns von dieser Kreativität ja mitgegeben. Also ich möchte euch da ganz fest ermutigen. Hat jemand ein ermutigendes Beispiel aus den letzten paar Wochen, wo so ein Gespräch möglich wurde? Spontan. Ein Nachbar, der tätowiert ist. Und so kann man es auch machen, ja. Gott hat dich trotzdem gern, ja. Ja, aber es hat eine Beziehung gegeben, ja. Ein Beispiel, ja. Stell dich mal auf und mach das Lut regular. Ich habe gehofft, dass von dir etwas kommt. Einfach, aber auch dann kreativ, mutig, sich was überlegen, ja, eben das mit den Herzen, nicht wahr, eben Spuren im Sand, ja,
Aber nicht kompliziert und fromme Sprache, ja. Ja. Das ist das ist das, was unser Vers hier eigentlich sagt. Wir sind Gottes Volk, dass in uns die Überzeugung fest verwurzelt ist: Ich bin unter Auftrag. Ja, ich bin unter Auftrag. Manchmal klappt's nicht. Es bringt Frust mit sich, es bringt auch schwierige Situationen mit sich. Und manchmal sind wir auch enttäuscht, weil es nicht geklappt hat. Aber das ruft Kreativität hervor. Einfach die Grundüberzeugung: Ich gehöre zum Volk Gottes und wir sind unter Auftrag. Wir sollen den Charakter Gottes in unserer Welt zurückspiegeln. Und ich glaube, dafür gibt es ganz viel Gelegenheit, wenn wir mal dafür sensibilisiert sind. Das Gebet gehört dazu. Danke, Christian, für die Erinnerung, dass wir wirklich auch für unsere Nachbarn und für unsere Freunde regelmäßig beten. Dann kann Gott etwas in ihrem Leben tun. Das ist auch ein ganz wichtiges Element. Ja. Ja. Sehr gut, ja. Ja. Mhm, ja. Herrlich. Ja. Antenne ausfahren. Ja, merken wir uns das als weiteren Punkt. Antenne ausfahren, ja. Rees, du wolltest etwas sagen. Ich gehe und genau. Ich bin jetzt nicht einfach Privatmensch. Genau. Danke. Das waren ganz wertvolle Hinweise und hoffentlich seid ihr jetzt ermutigt. Es haben viele Frauen geredet, aber wir Männer können auch Worte finden. Auch für uns Männer gibt es Worte. Aber die Antenne ausfahren, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass wir wirklich sagen: Gott, gib mir Gelegenheiten. Und Gott macht nichts lieber, als solche Rendezvous zu schaffen. Wir haben mal einen Pastor hier gehabt, der hieß Jürg Pfister. Und wisst ihr noch, was sein Lieblingslied war? Das wollen wir nämlich jetzt singen. Da hat der Jürg immer Tränen in den Augen gehabt. Da, 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 das singen wir jetzt. Ja? Herr, das Licht deiner Liebe leuchtet auf. Damit bitten wir den Herrn, dass er in unserer Welt sein Licht weiter anzündet. Mission ist nicht nur Afrika, sondern auch Schweiz und nicht nur Schweiz, sondern auch Afrika und der ganze Rest der Welt. Danke für eure Gaben. Volker, sind wir durch? Sehr schön, danke. Statt unseren Segen nun zu sprechen, singen wir den nun noch zusammen mit unserem letzten Lied. Herr, wir bitten, komm und segne uns. Und da ist der Text auch genau das: Segne uns, aber in das Leid der Welt, in die Not der Welt. Du hast uns mitten in die Welt gestellt. Dieses Lied drückt noch einmal aus, was das Thema des heutigen Gottesdienstes war. Sorry, ist zu hoch. Ich habe den Garten. Edo, ja. Herr, wir bitten, komm und segne uns. Lege auf uns deinen Frieden. Segnend halte Hände über uns. Rühr uns an mit deiner Kraft. Die Nacht der Welt hast du uns gestellt, deine Freude auszubreiten.
Herrlichkeit, mitten in dem Leid, lass uns deine Boten sein. Herr, wir bitten, komm und segne uns, lege auf uns deinen Frieden. Segnen alte Hände über uns, rühr uns an mit deiner Kraft. In die Schuld der Welt hast du uns gestellt, um Vergeben zu ertragen, dass man uns verlacht und zu Feinden macht, dich und deine Herr, wir bitten, komm und segne uns. Nicht enthalte Hände über uns, die uns an mit deiner Kraft. In den Streit der Welt hast du uns gestellt, deinen Frieden zu verkünden. Doch nur dort beginnt, wie man wie ein Kind hört. Herr, wir bitten, komm und segne uns, lege auf uns deinen Frieden. Halte Hände über uns, rühr uns an mit deiner Kraft. In das Leid der Welt hast du uns gestellt, deine Liebe zu bezeugen. Lass uns Gutes tun und nicht eher ruhen, bis wir dich im Lichte sehen. Herr, wir bitten, komm und segne uns, übe auf uns deinen Frieden. Segnend halte Hände über uns, rühr uns an mit deiner Kraft.